Contentboxen in Thrive Architect verwenden. Die Contentboxen sind eine tolle Möglichkeit, wie du dein Design schöner gestalten kannst, wie du deine Website übersichtlicher gestalten kannst. Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Pfeil und in diesem Video zeige ich dir, wie du Contentboxen schön gestalten kannst, welche Ideen und Möglichkeiten du nutzen kannst und wie du das Ganze auch responsive optimieren kannst. Meine Empfehlung an dich, abonniere diesen Kanal, klicke auf die Glocke, dann wirst du bei neuen Videos immer als erster dazu informiert. Solche Contentboxen kannst du ganz einfach einrichten, indem du in Thrive Architect hier auf das Plus-Symbol klickst und dann so eine Contentbox an eine Stelle hier einfügst. Eine coole Kombination ist es, wenn du beispielsweise hier solche Spalten einfügst und dann eine Dreierspalte wählst und dann in jede Spalte quasi so eine Contentbox packst mit einem anderen Hintergrund. Das ist ein Anwendungsbereich, den du hier nutzen kannst. Ich kopiere das einmal kurz und dann haben wir das so entsprechend mit einem anderen Hintergrund. Bei diesem Hintergrund, den wir hier haben, fällt das jetzt nicht so auf, aber angenommen, wir haben jetzt einen dunkleren Hintergrund, muss ja vielleicht nicht so ganz dunkel sein, dann sieht man das sehr deutlich heraus. Und dann kannst du beispielsweise mit solchen Elementen arbeiten, wie wir sie hier schon einmal in der Vorlage haben. Und damit kannst du super schöne und übersichtliche Boxen bauen. Und das ist jetzt ein Beispiel dafür. Also das gleiche, was wir hier haben, ich dupliziere es noch einmal, können wir ja hier entsprechend dann auch duplizieren. Und das sieht dann wirklich sehr cool aus. Beispielsweise kannst du dem Ganzen einen Rahmen geben. Du kannst dem Ganzen auch nur unten einen Rahmen geben, wenn dir so etwas gefällt, in natürlich einer passenden Farbe. Das ist jetzt nur ein Beispiel mit dem Gelb. Dann hast du hier unten so etwas, machen wir es vielleicht mit Rot, dann sieht man es besser. Und so kannst du wunderschöne Boxen gestalten. Wir können das in den Spaltenanpassungen auch so machen, dass wir hier etwas mehr Abstand haben. Und das ist jetzt eine Möglichkeit. Du kannst diese Contentboxen natürlich auch nutzen, ohne dass du hier das Ganze in mehrere Spalten einteilst, beziehungsweise das Ganze umbauen, dass wir sagen, wir haben eine Contentbox und in diese Contentbox packen wir hier zwei Spalten. Und wir machen das jetzt so, dass hier auf der linken Seite dieses Icon ist, natürlich dann deutlich größer und dann packen wir den Inhalt hier an dieser Stelle. Das ist dann beispielsweise eine Überschrift und der Text dann entsprechend hier an dieser Stelle darunter, natürlich dann auch entsprechend linksbündig. Und so wie das Ganze dann sein soll oder wie dir das gefällt. Ist natürlich jetzt noch nicht mittig ausgerichtet. Das könnten wir jetzt so über diesen Weg noch machen. Und ja, so kannst du das Ganze nutzen. So kannst du Contentboxen nutzen. Du kannst das wie immer bei Thrive größer machen, kleiner machen. Und dadurch schöne Dinge damit gestalten. Die Contentboxen sind variabel einsetzbar und du kannst sie wie jedes Element hier auch für das Tablet optimieren. Fürs Tablet passt das Ganze jetzt. In diesem Fall vielleicht noch nicht, müssen wir entweder hier noch rüben schieben oder so etwas kleiner machen. Wir können auch sagen, wir wollen jetzt hier links und rechts 15 Pixel Platz haben und dann für die mobile Geschichte können wir das entsprechend genauso gestalten. Der sieht eh schon gut aus
Und hier können wir an dieser Stelle auch noch sagen, wir möchten auch diese 15 Pixel, damit das dann wirklich cool an dieser Stelle aussieht. Genauso ist das möglich und ich finde es eine coole Geschichte. Jetzt weißt du, wie du mit Contentboxen arbeiten kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf den Abonnieren-Button, klicke auf die Glocke und gib diesem Video einen Daumen nach oben. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Erstellen deiner Seite mit Thrive Architect und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.